Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei KuchenTV Uncut. Wir reagieren jetzt auf das Video von Z-Max. Wir haben uns getrennt. Statement. Digga, dieses Hustle-Tattoo, ne? Ich komme darauf einfach immer noch nicht klar, dass das. Er dachte sich wirklich, das ist eine gute Idee, ne? Er lag da beim Tätowierer, der hat so angefangen, da dachte sich so, ja, Mann, Digga, da steht gleich Hustle und das ist geil. Gott hat einen Engel geschickt, der mich heilen sollte. Und ich habe es Ellie's Mom. geschafft, dass die Frau meiner Träume, die einfach meinen Heiratsantrag angenommen hat, mich Digga, hasst. die sind 19 und 20 oder so, sind seit einem Dreivierteljahr zusammen, sind nach 4 Monaten ausgewandert und waren vor 3 Wochen getrennt. Oh Digga, die hat meinen Heiratsantrag angenommen. Man wundert sich immer, warum sich heutzutage so viele Leute scheiden lassen so. Er ist der Grund dafür. Und nichts mehr mit mir zu tun haben will. Es ist. Versuch's mal bei ihrer Mom, Bro. Kein PR-Move, kein Clickbait oder sonstiges. Der Titel entspricht 100% der Wahrheit und Ellie und ich werden nie wieder zusammenkommen. Ich bin gerade auch in Deutschland bei meiner Familie. Sie ist in Spanien, in Barcelona. Und sie will da auch bleiben, weil es auch schon immer ihr Traum war. Und sie kann auch Spanisch. Ich kann leider kein Spanisch und. Hä? Also, um das nochmal zusammenzufassen. Die beiden ziehen zusammen nach Barcelona, er bezahlt ein Airbnb, mietet das, blabiblub. Dann trennen sie sich und sie alleine ist jetzt einfach in seinem gemieteten Airbnb und sie chillt da jetzt einfach ihr Leben. Vor allem, die hat doch nicht mal, also die hat ja nicht mal einen Job, oder doch? Also, wovon lebt die denn gerade? Oh, danke schön, Dönerbudengeil, für den Sub 3 Monate. Es ist auch nicht so einfach für mich, die Sprache zu lernen und vor allem würde ich jetzt die nächsten Wochen, Monate dort alleine, ohne sie sein, ohne jegliche Bezugsperson, dann würde ich in so tiefe Depressionen verfallen. Wir sind jetzt 2 Wochen getrennt, ich bin seit 3 Tagen hier in München bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Und davor die Tage, bevor ich hier war, ich war wieder in so einem Loch. Ich war den ganzen Tag im Bett, nur am Heulen. Ich musste wirklich, ich konnte einfach nichts essen. So, ich musste mich richtig zum Essen zwingen, aber es ging einfach nicht. Ich hatte keinen Appetit, sonstiges. Ich hatte teilweise Selbstmordgedanken, weil mein Leben einfach keinen Sinn mehr macht. So, jetzt in den letzten Tagen, wo ich viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbracht habe, ist es besser geworden, aber es ändert sich trotzdem nichts. Ich verfall immer wieder trotzdem in dieses Loch und egal mit wie vielen Menschen ich darüber rede, so. Ja, Digga, weiß ich nicht. Was soll man halt auf jeden Fall sagen? Es sind halt Trennungen so. Trennungen sind am Anfang immer hart, aber ich sag mal, in 2, 3 Wochen oder Monaten denkst du dir auch nur so, oh Junge, war das unnötig, ey. Ja, weiß nicht, was soll man dazu sagen? Es sind halt Trennungen. Ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass ihr euch mal trennt. Also da hätte man sich auch auf gar keinen Fall irgendwie vorbereiten können oder so, ne? Das hat mich wirklich gewundert auch. Egal, mit wem ich darüber mich unterhalte oder sonstiges, es wird einfach nicht besser. Es gibt so diese teilweise Phasen, wo es mir dann wieder gut geht, wenn ich zum Beispiel Sport mache oder draußen bin. Aber allerspätestens, wenn ich dann nachts alleine im Bett liege, holt mich die Realität ein. Und wie ihr schon Ja, raushören was könnt. machen nämlich Jungs, wenn sie alleine im Bett liegen und schlafen wollen? Denkt mal drüber nach, was da abgeht. Konntet am Anfang, ja, wir waren verlobt, wir haben es nicht öffentlich gemacht. Und sie hat mir sogar den Ring zurückgegeben. Also ich weiß nicht, ob es fokussiert, aber hier ist auf jeden Fall der Ring, mit dem Bruder, ich würde den nehmen. Also. ich sie gefragt habe in Barcelona. Da kann ich leider gerade nicht Und rangehen. es ist sehr viel passiert. Es Danke für den waren Wunschgedanken. einfach meine Fehler, wieso am Ende die Beziehung dann gescheitert ist. Und im Endeffekt muss man auch einfach sagen, Digga, aber dass man muss aber Ellie. auch sagen, Ellie Ehrenfrau auf jeden Fall, dass sie den Ring wiedergibt, ne? Ich denke, es gibt auch einige, die den Ring einfach behalten hätten. So, die gesagt hätten, oh Digga, hier, so, den hast du mir aber geschenkt und wiederholen ist gestohlen, bla bla bla. Ein gutes Mädchen ist, immer nur das Beste für mich wollte und immer noch das Beste nur für mich will. So, trotzdem muss man sich einfach eingestehen und wir sind auch irgendwo. Was heißt im Guten auseinandergegangen? Aber keiner will dem anderen was Böses so.
wir wollen zwar keinen Kontakt mehr miteinander haben. Ich meine, sie will halt den Spanier und er will den Spanier halt nicht so, ne? Und da war klar, da muss man dann irgendwie natürlich auch reingehen, so. Weil wir sonst beide selber dran kaputt gehen, so. Aber auch in der Beziehung, so, wir waren einfach viel zu gleich, so. Beide haben sich, wenn wir uns zum Beispiel gestritten haben, haben wir uns immer extrem reingesteigert. Der eine hat den anderen immer provoziert und es war einfach im Großen und Ganzen, wenn man das so sagen kann, eine toxische Beziehung. Und wir haben uns mehr gestritten, als dass wir glücklich waren. Wir waren in der Anfangszeit. Also ihr seid gleich und ihr seid so gleich, dass ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Aber streitet man sich nicht eher weniger, wenn man genau gleich ist? Weil wenn man genau gleich ist, so, dann ist man halt gleich. Also dann denkt man ja auch gleich so. Man hat die gleichen Vorzüge, die gleichen Vorlieben, blablablub. Eigentlich sollte es da ja weniger Streit geben, oder? Das kann sie, glaube ich, auch unterschreiben. So. Digga, Dönerbuden-Guy. Dankeschön für deine 5 verschenkten Subs. Ehre, haut dir einfach 5 Döner raus. Ungefähr, circa. Danke sehr, Bruder. Waren wir beide die glücklichsten Menschen und ich sage es nach wie vor. Diese. Hey, jetzt sagt er, sie sind die glücklichsten Menschen. Hat er nicht eben vor einer Minute irgendwie gesagt, dass sie sich die ganze Zeit gestritten haben? Boah, Digga, wir haben uns die ganze Zeit gestritten, wir waren so glücklich, Alter. Oh. Gefühle, die ich in der Anfangszeit in der Beziehung mit ihr hatte, die konnte mir davor noch kein anderer Mensch geben. So. Und sie ist meine erste große Liebe. Und ich glaube, deswegen hänge ich auch noch so krass an ihr. Und ich glaube, jeder, der schon mal richtig geliebt hat und seine erste große Liebe hinter sich hat, ich hoffe für euch alle, dass ihr eure erste große Liebe, wenn ihr sie irgendwann mal findet oder gerade mit ihr zusammen seid, dass ihr sie heiratet, dass ihr bis an euer Lebensende zusammenbleibt. Das hatte ich natürlich auch vor, so. Aber auch wenn ich es mir nicht selber eingestehen kann und auch wenn ich nicht denke, dass es so ist, aber ich glaube, wir sind einfach nicht füreinander bestimmt. Ich wollte es am Anfang nicht akzeptieren und sie hat dann halt auch den Schritt gewagt und gesagt, hey, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen die Beziehung beenden. Würde ich nicht in der Öffentlichkeit stehen, würde ich auch niemals ein Video dazu machen und so offen und ehrlich über meine Trennung bzw. Beziehung reden. Und ich habe auch sehr, sehr viel aus dieser Beziehung gelernt, so ist es nicht. Deswegen versuche ich es auch einfach positiv zu sehen. Und im Endeffekt habe ich mit... Ja, ich habe den Sound hier gerade so komisch umgestellt gehabt. Jetzt sollte es aber wieder normal sein. Dem Auswandern nach Barcelona so viele Erfahrungen in meinem jungen Alter gesammelt und ich freue mich. Also ich denke mal, das Wichtigste, was man Simex jetzt einfach mitgeben kann, ist, Bruder, hustle einfach. Ich einfach auch irgendwo auf dieses neue Kapitel in Berlin. Also falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich werde wahrscheinlich Digga, nach Berlin denn jetzt ziehen, in Berlin, weil ich einfach auch damals schon gesagt habe, als ich mit Ellie in Barcelona gewohnt habe, falls ich mal zurück nach Deutschland will, natürlich habe ich da in der Wir. Ja, er geht aber auch von einer Stadt in die nächsten. Der erst Barcelona trennt sich, oh Digga, Berlin ist ja auch eigentlich ganz cool, ne? Vorhin geredet, falls wir mal zurück nach Deutschland sollten, dann wird es auf jeden Fall Berlin sein. Und ich müsst euch vorstellen, Ellie und ich haben halt einfach fast ein Jahr jeden Tag zusammen verbracht, weil wir denselben Beruf hatten, zusammen gewohnt haben. Und dadurch ist es auch ein bisschen kaputt gegangen, um ehrlich zu sein. Wobei ich mir auch so denke, wenn es die richtige Frau ist, dann kann man... Also ich glaube, dass das... Also bei mir und Gina, ja, um mal kurz ein bisschen Real Talk zu machen, gab es tatsächlich auch mal so eine Phase. Nachdem wir zusammengezogen sind, hatten wir halt nur so eine 50 Quadratmeter Wohnung. Das war so 2 Zimmer. Allgemein sollte man reichen, meint, aber dadurch, dass ich halt von zu Hause gearbeitet habe, war halt das Problem, dass ich... da war halt das Problem, dass ich halt quasi den ganzen Tag zu Hause gearbeitet habe und wir halt auch die ganze Zeit auf uns rumsaßen, weil sie auch nicht so viele Kontakte hatte. Sie ist ja gerade erst hergezogen. Das war tatsächlich so eine Zeit lang auf jeden Fall echt stressig, weil wenn halt beide quasi immer zu Hause sind und man hockt die ganze Zeit aufeinander, kann das tatsächlich schon sehr hart sein. Ich finde, das hat auch nichts mit dann echter Liebe oder nicht zu tun. So, ich sag mal, wenn man irgendwie mal miteinander chillt oder so, dann, wenn man zusammen ist, dann will man ja auch mal Zeit für sich haben. So einfach runterkommen, einfach mal so alleine sein oder vielleicht auch mal alleine was mit anderen Leuten machen oder so, das ist ja komplett normal. Und ja, dann immer so zu sagen, ja, aber hier, echte Liebe, da muss man ja jeden Tag chillen. So, nein, Digga, Bullshit muss man nicht. Also es ist immer noch wichtig, dass jeder so sein eigenes Leben hat.
Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es daran natürlich dann auch halt durchaus liegen könnte, ne? Wenn man echt den ganzen Tag aufeinander rumhängt. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie die halt nach irgendwie 6, 7 Monaten Beziehung direkt nach Barcelona ziehen. So, es war doch klar, dass die Beziehung da mega auf die Probe gestellt wird, weil man halt jeden Tag aufeinander hockt. So, die ersten Tage ist es natürlich geil, gar keine Frage, ne? Du bist in Barcelona, so neue Stadt, alles neu, alles cool so. Aber irgendwann bist du halt im normalen Leben drin. So, dann ist es genauso, wie wenn du in Deutschland bist. Also, ich weiß nicht so, dann daran hätte man eigentlich mal denken können, bevor man da hinzieht. Ne? Außer natürlich, man kennt da Leute oder man sagt direkt, okay, jeder sucht sich zum Beispiel ein Hobby. So, Simex geht Fußball spielen, die Freundin macht irgendwas anderes, sodass man überhaupt mal irgendwie mal voneinander getrennt ist oder so. Ja, war meiner Meinung nach einfach klar, dass das so passiert. Ne? Ich habe sogar zu einem Kollegen schon von Anfang an gesagt, wo die nach Barcelona gezogen sind oder im Stream, habe ich es im Stream gesagt, das weiß ich gar nicht. Die sind doch in ein paar Monaten safe wieder getrennt. Ja, genauso ist es gekommen. Man, egal wie viel Zeit miteinander verbringen, es wird daran nicht kaputt gehen. Wisst ihr, wie ich meine? So, und auch egal wie schwer es mir fällt, egal wie sehr ich noch an ihr hänge, so, ich muss einfach damit abschließen. Aber es fällt mir einfach so schwer. Ich habe wirklich noch nie alle Girls, mit denen ich davor was hatte, alle Kindergartenbeziehungen, die ich davor hatte oder sonstiges, war nicht ansatzweise so ernst wie mit ihr. Und deswegen kann ich auch sagen, so, dass sie meine allererste große Liebe war. Und es fällt mir Tja, jetzt gerade schwer, so mir zu denken, dass ich überhaupt jemals einen Menschen wieder so sehr lieben kann. Aber ich glaube, das ja, verfällt gut, mit. weiß ich nicht. Das ist halt immer so dieses Gequatsche, wenn halt eine Beziehung zu Ende ist. Ne? So ganz ehrlich, Digga, sobald du irgendwie drei neue Frauen kennengelernt hast, Digga, ist schon wieder vorbei. Der Also. Zeit. Ich hoffe es. Und wie schon erwähnt, so, wir haben so gut wie keinen Kontakt mehr, weil es uns einfach nicht gut tut und einfach runterzieht. Und sie wird weiterhin natürlich YouTube auf ihrem Kanal machen. Bitte hatet sie nicht oder sonstiges. Ey, die hat auch wirklich, also die hat einfach gewonnen, Digga. Die hat wirklich das Leben gerade einfach durchgespielt. So, also ist natürlich die Frage, wie das YouTube-Business halt weiterläuft, aber du musst einfach mal überlegen, so. Die kommt mit Simex zusammen, hat ja da schon mal erstmal einen Freund, der halt richtig gut Geld verdient. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie wegen dem Geld mit ihm zusammen ist, aber es ist ja so, dass der halt einfach saugute Voraussetzungen hat, was so wirtschaftliche Sachen angeht. Dann startet sie ihren eigenen YouTube-Kanal. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon so 80, 90.000 Abonnenten. Und dann trennen die sich einfach. Und sie hat jetzt einfach einen Kanal mit irgendwie 90.000 Abonnenten. Hat, glaube ich, auch so ein paar Instagram-Follower auf jeden Fall bekommen. Und jetzt macht die einfach ihr eigenes Ding. Digga, das ist ja einfach nur geil. Wirklich. Also, das feiere ich ja einfach wirklich tot. Digga, das ist schon geil. Also, die hat wirklich einfach dieses mit Gewinn rausgegangen. Da macht sie fertig. Wirklich, hört auf damit, irgendwie negative Energie zu verbreiten. Sie wollte nie was Schlechtes für mich und ich will auch nichts Schlechtes für sie. Deswegen supportet sie weiterhin, auch wenn ich nicht mehr in den Videos bin. Hier auf meinem Kanal werden ganz normal weiterhin auch normale Videos kommen. So, ich habe jetzt erstmal viel Stress mit dem Umzug von Barcelona nach Berlin, aber ich werde trotzdem versuchen, jetzt hier in den nächsten Tagen, wenn ich noch bei meiner Familie bin, ein paar Videos aufzunehmen. Ich habe richtig Bock auf Straßenumfragen. Ich habe jetzt auch voll das geile Equipment dafür. Ich hoffe, ihr seid dahingehend auch drauf gehypt. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt wieder Single bin. Also, an alle Girls, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, slidet in meine DMs, Zmax. Ich bin leider schon bei iCrimex in die DMs geslidet, das tut mir leid. YT. Nein, Spaß, aber folgt mir auf Ehre auf Instagram. Ich bin da wieder auch übel aktiv. Ich poste voll viel in meiner Story zurzeit, aber auch, weil ich mich versuche, einfach mit alles und jedem Möglichen abzulenken. So, sei es den ganzen Tag draußen zu sein, sei es ein paar Instagram-Stories zu posten. Und hey, ich werde es schon irgendwie schaffen, Mann. Ich habe schon viel schlimmere Sachen durchgemacht, aber wenn es eine schlimme Sache gibt, dann ist es auf jeden Fall diese emotionale Abhängigkeit. Und diese will ich nie wieder haben. So einfach abhängig zu sein von einem Menschen. Und wenn ihr Dankeschön. diesen Menschen dann verliert, dann fühlt es sich so an, als ob ihr eine Hälfte von euch verloren hättet. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich war mir wirklich bei Ellie sicher, hey, wir werden den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Demnach Tja, falsch, Digga. war aber nicht so. Und ich versuche einfach nach vorne zu schauen. Wie gesagt, Freunde, ich küsse euer Herz. Danke für alles, was ihr mir je ermöglicht habt. Ich werde versuchen, aus diesem Loch rauszukommen. Ich werde versuchen, die Tage wieder aktiv YouTube anzugreifen. Aber verzeiht mir, wenn es etwas länger dauern wird. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und tschüss. Ja, Digga, was soll man dazu sagen? Ich hab's genauso kommen sehen, um ehrlich zu sein. Also von daher,
Ja, weiß ich nicht. Wird mein Kommentar wenigstens angezeigt oder hat er mich geblacklistet? Ja, gut, wird auf jeden Fall angezeigt. Kommentar kam aber leider zu spät. Ja, gut, also wie gesagt, ich glaube, ich habe während dem Video schon alles gesagt gehabt. Also mich hat das jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gewundert, dass die da, dass die Beziehung nicht klappt. No front, aber ja, ich habe es halt ehrlich gesagt genauso kommen sehen. Die waren halt einfach beide nicht reif genug dafür, ne? Und dann ist das halt leider so.